wollen jetzt die Bierdeckelchen einsammeln. Und dann sitzen wir hier kommen oben, die Fragen, für die ich nichts kann. Ja, wir sitzen schon ganz gut. Ich versuche immer, einmal kurz. Am Ende des Tages kannst du schon was für die Fragen, weil du die Leute dazu aufgefordert hast. Ich habe gesagt, fragt alles, wo du was nicht... Was ihr wollt. Ja. Welches Tattoo würdest du Ina denn stechen? Ja, das ist mal wirklich eine Drei Frage. Drei Punkte, wenn du willst. Alles, was du willst. Außer zwei Katzenpfoten auf den Titten. Das habe ich schon mal gemacht. Und das ist auf jeden Fall, ist die Frau wird wahrscheinlich nie wieder einen Mann angucken. Aber kannst du denn so tätowieren, dass man sagt, man will... Nee, du kannst auch überhaupt nicht gut tätowieren. No. Ich kann gerade mal meine vier Buchstaben schreiben. Was ist das Romantischste, was du jemals für eine Frau gemacht hast? Heiraten. Ich glaube, man unterschätzt dich da, ne? Heiraten ist romantisch? Ja, wir haben bei Elvis geheiratet in Vegas. Oh, das ist aber originell. Ohne Spaß. Ja, weißt du, warum gehört. Wir das gemacht haben? Nee. Und, weil ich meiner Frau auch, und wir waren uns beide da sehr einig, und das finde ich sehr romantisch, wir haben uns gesagt, das muss nichts kosten. Es geht um unseren Moment. Das, da müssen nicht 1000 Leute sein, die ganze Familie muss nicht da sein. Es ist unser Moment. Das Schlimme finde ich, wenn man das nicht in Amerika macht, dann ist es ja... Es haben ja alle was davon, nur das Ehepaar nee, selber ist ja völlig gestresst. Ja, genau, und du bist verpflichtet, alle einzuladen, denen eine gute Zeit zu machen, daraus den schönsten Tag für alle Anwesenden zu machen. Das ist aber gar nicht der Sinn und Zweck einer Hochzeit. Da geht es doch nur um uns beide. Wie lange bist du jetzt verheiratet? 6 sehr glückliche Jahre. Toll. Ja. Wir haben nach 9 Wochen geheiratet. Nach 9 Wirklich? Wochen, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt zusammen. Erzeugt aber auch Druck, ne? Wenn man dann nach 2 Jahren sagt, oh. Nee, nur Kinder. Bist du ein Vorbild? Was war dein größter Fisch? How much is the fish? Hast du so Fotos, wo du so Fische nee, wie Materia hat so. Die Leute, die mit mir angeln gehen, die bringen mir das nicht bei. Die klopfen einfach immer hinten an meine Angel, dass ich denke, ich habe einen dran. Die verarschen mich nur. Verstehe. Ich finde das witzig. Baust du selber Gras an? Nein. Hattest du schon mal eine Werbeanfrage für Sidolin? War nicht so schlecht eigentlich, oder? Ja. Das war das erste Mal, dass Leute richtig laut über diesen Witz gelacht haben. Also hat es so 30 Jahre ungefähr gebraucht. Ach Mann! Bis der Witz ein Witz wurde. Warum? Weil du das natürlich wusstest. Sidolin, das höre ich, glaube ich, 3-mal am Tag. Wirklich? Also, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vom Busfahrer. Wärst du noch oft von alten Blockkumpels angepumpt? Nö, nicht angepumpt. Angeschrieben, hey, voll cool. Hast du Geld für mich? Nein, ohne Geld. Sind die denn, damals warst du sehr arm, bevor du anfingst, Musik zu machen. Und wenn die heute mitkriegen, die Kumpels von damals, und es gab ja, danke Frau Müller, und gab ja viele, die... Miss Miller. Frau Müller ist doch cool. Yes, she's very cool. Und es gab doch viele, die dann vielleicht nicht so eine Karriere gemacht haben. Ja. Wie du. Und dass die gesagt haben, ey, sieh du, Alter, weißt du noch, wir haben da zusammen gewohnt. Ja. Rück mal rüber, ein Huni. Ja, oder 2 glaubst. Uhren. Ich wohne ja mittlerweile nicht mehr im Viertel. Und ich habe immer, es gab Songs, auf denen habe ich gesagt, ich werde da sterben. Ich werde dafür immer bleiben. Mein Blog zum Beispiel, da habe ich das gesagt. Ja, hast du mal gesagt, das stimmt. Genau. Irgendwann sind aber Schulklassen von irgendwo Dortmund oder so mit einem Bus vor meinem Blog im Viertel, haben die gehalten und haben da gecampt und so, also vor der Haustür im Viertel, also crazy. Wo sie dachten, dass du da wohnst. Nee, ich habe da gewohnt. Sie wussten, dass ich da wohne, ja. Und das ganze Treppenhaus war voll geschmiert. Manchmal war sogar Kacke an meiner Tür geschmiert, wenn jemand mich nicht mochte. Und dazu kam eben noch, dass viele Leute aus dem Viertel der Meinung waren, ich hätte mich verändert. Die wurden so anders. Auch Leute, die ich als meine Freunde bezeichnet habe, die wurden ein bisschen anders. Und ich kann das nachvollziehen. Das sind alles Leute, wie ich damals war, ohne Perspektive. Mhm. Die wissen nicht, wohin mit sich und so. Und dann, so eine Leute suchen gerne erstmal die Schuld bei anderen. Hast du denn manchmal im Speckgürtel das Gefühl, dass du denkst, bin ich hier wirklich richtig? Jeden Tag. Aber wenn du im Block wohnen würdest noch, würdest du es wahrscheinlich auch denken. Und würdest denken nee, im Block wäre ich richtig, aber ich hätte da nicht meine Ruhe. Und ich will einfach meine Ruhe. Okay. Wer hat die längste Route? Bushido oder du? Ich habe seinen Penis mal gesehen. Der ist klein. Bushido hat einen größeren Penis. Wirklich? 100%. Warum hast du den überhaupt gesehen? Unter der Dusche oder was? Nee. Habt ihr Pimmel im Vergleich gemacht? Im Puff drin. Wasser noch nicht im Puff. Doch, ich war damals im Puff. Aber du hast nicht mit einer Nutsche Sex gehabt? Nein. Ich war nur baden.
Das ist so diese Müllpool-Dings. Nein, ich bin einer von denen, der dann so redet. Warum machst du denn so? Ach so, ach, Scheiße. Was soll das denn? Hast du Kinder? Oh Gott, du hast Kinder. Hier ist Geld, hier ist Geld. Hör auf. Ja, das kann ich mir so vorstellen. So einer bin ich. Okay. Hier, nimm 1000 Euro, geh. Sieh du, wo liegt die Maske? Zieh aus. Wo liegt die Maske? Welche? Deine. Nee, ich hab zwei. Ach so. Und eine ist bei mir, eine ist woanders. Okay. Nimmst du irgendwann mal einen Song mit den Shanties auf? Männers? Ja. Wenn die ganz dann gut, noch leben, ne? Tun. Sido? Ja. Ich werfe jetzt mal die letzten Karten weg. Wir sind eins.